Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Ich bin gerade eben zu dieser Tür, die ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, weil die ist auf der anderen Seite, reinkommen von der Comic-Con in Dortmund. Und ich muss sagen, leck mich am Arsch, war das geil. Das war richtig gut. In meinem Verständnis. Ich habe natürlich mit meinen Kollegen hier, mit Silent Mike und mit Mark, dem Comic-Toy-Hunter, haben wir noch ein extra Video aufgenommen mit unserer Impressions vom First Day oder die Impression vom ersten Tag. Wo wir das ein bisschen ausvermüsern, unsere ehrliche Meinung dazu sagen, natürlich war nicht alles super, aber das werdet ihr in dem Video erfahren. Deswegen, das Video dreht sich heute nur um meinen Haul auf der German Comic Con. Ich muss einfach sagen, geile Cosplays, geile Leute, geile Atmosphäre. Ich fand das mega, wie ihr drauf wart. Das war super. Ich fand's toll, wie viele Leute ich getroffen habe und die mich auch erkannt haben. Vielen Dank an euch. Es hat mir persönlich einen richtig geilen Event beschert. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das meine ich wirklich, wirklich ernst. Weiß nicht, wenn man wirklich, wirklich doppelt sagt, dass es falsch ist, aber ist mir egal. Es ist so. Wir fangen einfach mal an mit einem Haul. Es ist einfach nur krass. Wir fangen mal mit so Sachen, die ich gratis bekommen habe. Gab ja ab und zu mal so ein paar Stände, wo man was abgreifen konnte. Beim Loot Hood Store habe ich so ein Stressball-Figürchen bekommen. Das ist von, jetzt wollte ich gerade sagen Harry Potter, aber ist ja gar nicht wahr. Das ist von dem Doctor Who. Diese Weeping Angel heißen die, glaube ich. So ein Stressball, wo Wasser drin ist. Ich mache es ein bisschen schneller, weil es ist eine Menge. Natürlich kommt man dann ein Schlüsselband kriegen von Adventure Time bei Fox und CN, Cartoon Network. Gab es auch, wie immer, auf jeder Convention gleich. Dann bei meinen Freunden von elfen.de. Gab es, wenn ihr euch eingetragen habt für den Newsletter, gab es diese coolen Pac-Man-Socken. Die waren zwar schon in einer Loot-Chest drin, aber die Socken sind einfach cool. Für kostenlos, warum nicht? Fand ich mega, deswegen habe ich die auch direkt mitgenommen. Dann, wenn man reingekommen ist bei der Comic-Con, hat man die erste Ausgabe von Star Wars Panini Comics bekommen, das Hardcover. Was ihr damals für 3,99 im Supermarkt kaufen konnte oder im Zeitschriftenhandel. Das gab es da umsonst. Ich habe noch nicht so viele Comics von einer Sorte auf einen Haufen gesehen. Das habe ich auch nochmal mitgenommen, das behalte ich aber nicht, weil ich habe es mir damals gekauft. Das wird irgendwann in ein Gewinnspiel landen. Jetzt natürlich, wenn ihr weitergegangen seid, auf der Comic-Con war ein riesengroßer Aufsteller, der Blu-Rays, DVDs und so verkauft hat zu Preisen. Die waren echt okay, die waren super. Ich habe mir gekauft natürlich Simpsons, die Folge fehlt mir noch, Folge 16 für 10 Euro. Ist okay, finde ich jedenfalls. Dann Baymax in 3D für 7 Euro. Ein 3D-Film von Disney für 7 Euro. Hallo! Ah. Und Alles steht Kopf. Oder Inside Out. Für 13 Euro 3D-Version. War ich komplett zufrieden mit den Preisen. Super toll. Bin ich echt mal gespannt. So, dann gab es einen Shop, wenn ihr in Halle 3 hochgefahren seid und dann 3B. Rolltreppe hoch und dann links. Gab es einen Funko Pop Shop. Ein Riesenstand mit Mystery Boxen. Das habe ich auch bei Facebook in der Funko Sammelkiste gepostet. Eine Box mit 6 Pops, Mystery Box für 50 Euro. Sehr cooles Deal. Der hat mir dann noch ein paar Pöpschen mitgegeben. Und zwar einmal hier den Clyde von Pac-Man. Dann natürlich Mrs. Pac-Man. Und ein Star Wars Pop. Guardian Guard. Wieder 3 Püppchen für die Sammlung. Oder mindestens ein. Mal schauen, wo die landen. Und was er noch da hatte, was er mitgegeben hat, was ich mitgegeben wirklich. Ich verstehe nicht, warum. Wieso? Forever Alone. Memes. Internet-Memes. Da hat er eine ganze Batterie von da gehabt. Verschiedene Internet-Memes, die ihr so kennt. Dieser Troll, Puff, Lel, Lol, Yao, Kaki, Darp, Alone, Forever und Like und so was. Alles seht ihr auch hier auf der Rückseite. Und die konntet ihr dann kaufen für ganz schön viel Kohle. Also ich fand es schon recht teuer. 8 Euro pro Stück fand ich heftig. Deswegen wurde die auch nicht los. Aber es ist für einen Gag, ist es mal witzig. Nur 8 Euro für einen Gag fand ich ein bisschen heftig. Tue ich mal hier oben hin, weil es kommt noch ein bisschen mehr Stuff. Dann war ich auch bei einem Händler, der Vintage Toys verkauft hat. Und da habe ich zugeschlagen. Da bin ich wieder back to the past. Kennt ihr das hier noch? Er ist zwar nicht komplett, er funktioniert noch, hat keinen Fahrradbrief, es ist von Dino Riders. Den hatte ich als Kind damals auch, deswegen habe ich gesagt, boah, den muss ich haben. Und dann hat er noch so ein schönes, ich hole die jetzt mal alle hierher, die sind zwar nicht von dem allen.
hat er noch schöne Figürchenboxen. Und da habe ich mir so Dino Rider Charaktere mitgenommen. Ich kann leider die Namen nicht mehr. Aber ich habe gesagt, boah, die so ein Flashback bekommen, die will ich einfach mitnehmen. So ein paar Dino Rider Charaktere. Die natürlich zu den Dinosauriern gehören. Und ein anderer Stand hatte Mask-Figuren. Und das Geile dabei ist, die Mask-Figuren hatten auch noch die Masken oder haben die Masken. Für 4 Figuren, 15 Euro fand ich jetzt nicht so schlecht. Einmal Matt Tracker aus dem, ich hab den Namen vergessen, das ist dieser Jet, der kam recht spät, so ein braun-weißer Jet mit Maske. Dann einmal Alex Zector von Boulder Hill, von dem Playset. Dann einmal Matt Tracker aus dem Rhino, mit Maske natürlich. Und Dusty Hawks auch von Boulder Hill, also von der Mask-Station. Weiter geht's. Ich war auch in der Artist Alley. Ich durfte da mal mich treffen mit Dirk Richter, einem richtig krassen Künstler. Muss ich sagen, der macht Zeichnungen. Wow. Ich durfte mir wirklich 2 Sachen aussuchen. Immer noch vielen Dank, Dirk. Das war mega, richtig krass. Einmal habe ich eine Tasse bekommen. Ja, ich weiß, ich bin nicht so ein Tassenfan, aber hallo, guckt euch das mal an. Guckt euch das Motiv mal an. Harley Quinn. Gab es auch noch mal in Farbe dort. Finde ich cool. Hat ein richtig geiles Motiv. Ich würde auch gerne so zeichnen können. Das ist echt krass. Und natürlich ein Artprint. Mit Autogramm. Vom Black Cat. Also nicht das Autogramm von Black Cat, das ist von Dirk. Aber der Artprint. Oh, das ist so ein richtig geiles Teil. Wahnsinn. Diese Dinger sind richtig süß. Ich stand da, glaube ich, eine halbe Stunde und sagte, hey Chris, such dir doch mal einen Artprint aus. Ich so, hey, das ist super nett von dir. Ich habe keinen Plan, welchen. Die sehen alle so cool aus. Also wer dort war, weiß, wovon ich rede. Da waren richtig coole Dinger dabei. Dann waren wir natürlich auch bei Pummel-Einhorn. Ich habe ein kleines Weihnachtspummel-Einhorn bekommen mit Keks am Arsch. Mit Weihnachtsmützchen und zum Aufhängen. Richtig, richtig geil. Ihr kennt Pummel-Einhorn. Falls nicht, guckt mal auf die Seite. Ich hau euch die unten in die Verlinkung. Wer Pummel-Einhorn nicht kennt, der hat was verpennt. Ganz einfach. Also nachholen. Pummel-Einhorn. So, dann habe ich die einzige Figur, die mir noch in der Black Series fehlte, gefunden. Phasma. Für 20 Euro beim holländischen Händler. 20 Euro kriegst du mir bei Toys R Us. Damals nicht. Das Ding gab raus für 25 Euro, dann ging es hoch auf 28. Mittlerweile kosten die 35. Die gibt es natürlich nicht mehr. Jetzt habe ich meine Serie, die ich haben wollte, die ganzen Rüstungs- und Imperialen und so weiter, voll. Die sind kompletto. Deswegen musste die unbedingt mitkommen. Bei dem gleichen Händler habe ich mir Street Fighter Figuren gekauft. Street Fighter in den Alternativfarben. Einmal Ryu oder Ryu. Und Geil oder Geil, wie viele Leute auch sagen. Auch in einem Alternativkostüm. Zu richtig guten Preisen. Das war auch eins der Vorteile oder der positiven Sachen auf der Convention. Man konnte mit den Händlern auch reden. Das fand ich auch super. Was ich auch von einem holländischen Händler hatte, von Twilight Zone NL, kannte ich vorher noch nicht. Eine neue Firma, Comic Cave Studios aus Asien, haben eine 1:12 Reihe von Iron Man Rüstungen, Diecast, rausgebracht. Es sind wirklich Diecast Figuren. Es ist natürlich nicht wie alles Diecast von der Figur, aber ist dieser 1:12 Maßstab. Die Figuren haben Licht, haben jede Menge Zubehör, haben eine Standbase, haben Standy drauf. Und die Dinger kosten um die 80 Euro. Ich habe ihn da gefunden für sagenhafte 45 Euro. Hammerpreis, geile Figur. Und ich werde mir auf jeden Fall zu meinem anderen Iron Man stellen. Ich bin richtig froh, dass er mir die überlassen hat. Toll. Ich bin immer noch total BAM. Ihr wisst das, ihr kennt mich ja. Ich bin ja so ausflippen. Ah, ich habe was vergessen. Der kleine Slimer hier, der Kollege, der war auch noch bei den Retro Store dabei. Der gehört zu den Figuren da unten. Den habe ich einfach Slimer, yay. Das ist so ein kleiner Haul von mir. War aber nicht alles. Ich muss jetzt einen kleinen Platz machen. Ich habe natürlich auch den guten What's Up Johnny besucht vom Pambling, der seine T-Shirts da präsentiert hat. Ich habe mir auch T-Shirts dort gekauft und er hat mir auch welche mitgegeben. Und ich habe mir auch ein T-Shirt gekauft bei elfen.de. Das fand ich einfach super. Das ist ein Logo-Shirt. Und
Ich stehe einfach auf Logo-Shirts. Ich könnte nur Logo-Shirts tragen. Finde ich super. Autobots Transformers Logo-Shirt. Finde ich richtig geil. Ich freue mich schon oft, wenn ich es gewaschen habe. Ich habe so viele T-Shirts wieder gekauft. Ich weiß gar nicht, wieso. Warum? Ich habe so viele Shirts. Ich habe mir so viel dazu geholt. Verrückt. Ich hole mal das Täschchen hier hin, damit ich das einfach zum Auspacken. Diese Mashed-Up-Shirts. Ich liebe ja auf jeden Fall Mashed-Up. Und das Shirt ist auch mal ein Blau, was ich nicht unbedingt so viele von habe. Aber guckt euch einfach mal das Motiv an. Wie viele Charaktere und wie viele verschiedene Merchandise bzw. Serien darauf vereint sind. Gut, Mario hat jetzt kein M auf dem Kopf und Chang-Li hat falsche Haarfarbe, Mario hat einen braunen Bart anstatt einen schwarzen, Sonic läuft nebenher. Aber man erkennt die alle und das finde ich super cool. Und das ist mein Lieblingsshirt. Es ist rot, also reddish, also so eine Art rot. Aber dieses Motiv ist der Hammer. Alle Leute, die Master of the Universe kennen, wissen jetzt, wovon ich rede. Das ist einfach richtig geil. Es ist nicht so dieses typische Rot, so ein richtig schönes, verwaschenes Rot. Also was so richtig auf Retro aussieht. Das gefällt mir echt gut. So, das war Nummer 3. Dann haben wir noch eins. Oh. Hey, hey. Das ist von Deadpool. Hey, hey. Nice Shirt. Wo er recht hat, hat er recht. Hab noch eins. Wenn ihr Walking Dead kennt dann, und DC verfolgt und Harley Quinn kennt, dann könnt ihr direkt zuordnen, was das hier darstellen soll. Ich hätte Harley Quinn gerne so in dem Walking Dead gesehen. Natürlich ist das eine Anspielung, was heißt eine Anspielung, sehr krasse Anspielung auf die Walking Dead von Michonne, die mit ihren zwei Zombie-Brüdern, einmal Robin und Batman, durch die Gegend streift. Das ist einfach nur fuck. Forever Gamer, das ist ein richtig geiles Shirt. Da kam ich nicht drum rum. Dieses Motiv ist mega. Sollten alle Gamer tragen. Das ist nicht für mich offensichtlich. Da habe ich mich wohl vergriffen. Scheibenkleister. Aber nicht so schlimm. Da finde ich bestimmt einen Abnehmer. Bender als Terminator. Das ist natürlich jetzt geil. Ich habe dummerweise nur auf das L geguckt. Größe L. Ich glaube, das wird zu klein. Na gut, da wird sich jemand anders freuen. Und ein weißes... Ja, es ist ein weißes Shirt. Ich weiß. Aber ich kam auf dieses Ding nicht... ich kam nicht raus. Das ist... Wenn ihr Kind der 80er seid, lasst es bitte auf euch wirken. Cool, oder? Rewind to the 80s. Okay, das war soweit. Ich glaube, das war alles. Endlich. Das war mein Haul von der Comic-Con in Dortmund. Nochmal vielen Dank an alle, die mir Goodies mitgegeben haben, die mit mir Zeit verbringen wollten, die mit mir Zeit verbracht haben, die ich nicht getroffen habe oder die mich nicht gesehen haben. Seid nicht traurig, wir sind auf jeden Fall oder ich bin auf jeden Fall auf der nächsten Convention auch dabei. Ich werde natürlich früh genug Bescheid sagen. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die Fotos mit mir gemacht haben, die Autogramme haben wollten, mit denen ich Fotos machen durfte, an die sehr geilen Cosplayer. Ihr werdet diese Woche einige Videos von der Comic-Con kriegen. Einmal das Meinungsvideo, also das ehrliche Meinungsvideo mit harten Fakten direkt auf, ungeschönt, bam, ihr wisst, wie ich bin. Dann Cosplay-Videos, ihr werdet ein Impression-Video bekommen, ihr kriegt ein Live, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber es ist ein Live-Unboxing auf der Comic-Con. Also wir waren auf dem Stand, haben dann Unboxing aufgenommen. Kommen natürlich nicht live senden, weil das Internet dort zusammengebrochen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Das alles wird diese Woche auf euch zukommen, unter anderem noch anderer Kram. Ich bin mal gespannt, was ihr... Zeigt mir mal eure Fotos auf Facebook, auf Instagram, verlinkt mich auf Instagram, auch sonst was. Habt ihr mich fotografiert? Habt ihr mich getroffen? Verlinkt mich einfach. Ich bin echt mal gespannt, wen ich alles da getroffen, gesehen oder sonst was habe, weil ich habe nicht alle Namen merken können. Es tut mir leid, es ging einfach nicht. Deswegen wäre es geil, wenn ihr mir einfach die Fotos
bei Facebook verlinkt oder auch bei hier bei YouTube. Lasst mir ein Däumchen da, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir da, was ihr euch gekauft habt, ob wie ihr die Preise dort gefunden habt. Ich freue mich auf das nächste Video, was in ein paar Stunden schon wieder kommt wahrscheinlich. Bis dann, sag ich mal, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Kekse.